knallige und auffällige schnellgemachte Nail Art. So soll es im Sommer in einem Nagelstudio ablaufen. Bleibt bei mir und ich zeige euch, wie es geht. Vorab eine wichtige Bitte an euch, meine Lieben. Wenn euch das Video gefällt, vergisst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und zu kommentieren, denn eure Rückmeldung ist wichtig, damit ihr meine Videos weitersehen könnt. Mit dem Haftgel Mega Haft lege ich los, weil ohne eine optimale Grundierung des Nagels gar nichts geht. Hauchdünn einmassiert schicke ich es unter die Lampe zum Trocknen. Mit dem Aufbaugel Easy Build Up Milcare aus der großen Easy Build Up Kollektion geht es weiter. Es ist ein stabiles, selbstglättendes Wundergel, das das Nageldesigner-Dasein um einiges vereinfachen kann. Kleine Menge davon brauche ich für die Kontaktschicht, auf der das Gel sich später entfalten kann. Mit der größeren Menge, die für die Aufbauschicht nötig ist, wird Easy Build Up Milcare den Nagel von alleine aufbauen. Der Trick besteht nur darin, das Gel mittig aufzutragen, den Nagel danach für ein paar Sekunden umzudrehen und dafür zu sorgen, dass der Nagel dabei so gehalten wird, dass das Gel exakt im Apex-Bereich zusammenlaufen kann. Zurückdrehen, schnell unter die Lampe damit und nach der Lampe erwartet mich ein Nagel, so perfekt wie der nur sein kann, den ich mit der Feile zwar hinbekommen könnte, aber mit wesentlich mehr Aufwand. Snow White ist als nächstes dran. Mit dem Full-Cover-Pinsel trage ich eine hauchdünne Schicht davon auf den Nagel auf und sorge damit für die perfekte Grundierung, die fürs Cracking Liquid unumgänglich ist, und zwar in der knalligen Farbe Neonrot. Zu viel Farbe auf dem Pinsel tupfe ich dabei im Inneren des Fläschenhalses ein wenig ab, um den sauber zu behalten, und trage es zügig auf. Die Dispersionsschicht von Snow White bleibt dabei dran, denn die ist fürs Cracking Liquid sehr wichtig. Vergesst bitte nicht, das Fläschchen nach der Nutzung sofort zu reinigen und es gut abzuschließen, damit ihr lang an diesem tollen Produkt Freude habt. Währenddessen platzt das Cracking Liquid auf dem Nagel und sorgt von alleine für diesen wahnsinnig coolen Effekt. Unter die Lampe muss der Nagel in dem Fall nicht, denn das Liquid trocknet in der Luft wie ein Nagellack. Das sieht so schön aus. Ich bin jedes Mal geflasht, wie toll es aussieht und wie schnell das geht. Mit den goldenen Flexi-Stripes hübsche ich meinen Nagel weiter auf, indem ich beide Bereiche voneinander sauber abgrenze. Quick Finish Glossy bringt den Nagel zum Strahlen und beseitigt dabei alle kleinen Unebenheiten. Diese rechteckige Plättchen finde ich sehr stylisch. In einem kleinen Klecks Nail Art Glue Gel setze ich eins von den goldenen Plättchen mittig über den goldenen Streifen ab und runde damit meine Nail Art ab. Das Ergebnis habt ihr schon am Anfang des Videos gesehen. Nun wisst ihr, wie es geht und seid hoffentlich inspiriert und fasziniert vom Cracking Liquid wie ich.